Ist weg? Ne, da liegt's noch, okay. Hab keinen Schlangenschlüssel. Ganz unangenehmes Gefühl im Hals irgendwie. Das war schon eklig. Das war schon. Also, Spiel ist ab 18. Wer nicht 18 ist, sollte echt wegschalten. Ich habe auch wirklich Spiele gespielt, die man nicht spielen sollte in einem Alter, in dem die eben noch nicht freigegeben waren, aber das Spiel ist echt heftig, muss ich sagen. Das war jetzt echt. Das war jetzt so eine Sache, da muss ich sagen, das war echt sehr, sehr eklig. Die Orientierung verloren. Ah, hier geht's nach oben, oder? Mir egal, ich speichere. Jetzt summt da auch noch jemand. Er wollte mich auf den Arm nehmen, oder was? Moment. Ah. Na? Alter! Hey, Omi! Nicht, dass das doch so ist, wisst ihr, das wäre so lustig. So, ich hab folgendes Problem. Wir haben jetzt 2 von 3, richtig? Ich habe keine Ahnung, wo Nummer 3 sein kann. Gab es oben auch eine Skorpiontür? Ja, nach oben müssen wir definitiv an einem wegen der Flinte. Also irgendwas ist hier oben auf jeden Fall noch. Na, Skorpiontür glaube ich eher weniger. Schiebt die sich selbst durch die Gegend oder denkt die, hat die wurde sie geschoben? Wo war nochmal der Kamin? Ist mir doch egal. Hey! Die Oma wäre sehr, sehr dankbar, wenn wir das wiederbringen. Defekte Flinten. Ich bin es leid, den ganzen Sch Die ganzen. Ich kann nicht mehr lesen, Leute. Es tut mir leid. Ich bin es leid, die ganzen nervigen Leute immer durch den Hof zu jagen. Wenn das nächste Mal einer unserer Gäste abhaut, versteckt die Hundekopfrelease, damit keiner von denen mehr aus dem Haus kommt. Lass sie uns so verstecken. Standuhr im Wohnzimmer. Das Buch im Freizeitraum. Hä? Ich war doch an der Standuhr.
Liebe Mrs. Baker, wie fühlen Sie sich in letzter Zeit? Es ist schon eine Weile her, dass Sie zu Ihrer Untersuchung für die geisteskrankesten Menschen der Welt gekommen sind. Ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie wirklich krank sind. Die Analyse Ihrer Röntgenaufnahmen sind abgeschlossen. Die dunklen Bereiche in Ihrem Kranium sind fungusartige Strukturen, die anscheinend mit Schimmelpilzen verwandt sind. Sie sind also gänzlich Banane. Die Halluzinationen und Geräusche, von denen Sie berichteten, können mit diesem Organismus in Verbindung stehen. Wenn Ihre Symptome auf eine pilzartige Parasi auf einen pilzartigen Parasiten zurückgehen, muss dieser entfernt werden, bevor es zu spät ist. Ich möchte Ihnen keine Angst einjagen, aber ich bin ernsthaft um Ihre Gesundheit besorgt. Bitte kommen Sie ins Krankenhaus, sobald Sie diesen Brief erreichen. Als Ihr Arzt empfehle ich Ihnen dringend, sich weiteren Tests zu unterziehen. Crawford Lang, Allgemeines Krankenhaus, Dalvey. Dulvey, Dalvey, wie auch immer. Ich glaube, das hat sie nicht gemacht. Oder der wächst deutlich mehr als nur ein Schimmelpilz. Wir haben kein Heilmittel mehr. Findest, wenn du kannst. Wo war das denn nochmal? Ich war doch mit dem Rücken an dem Kamin am Anfang. War das oben? Ich meine schon. Captain Howell von der Staatspolizei erklärte gegenüber Journalisten, dass eine Suche nach Helen Midcliff eingeleitet wurde. Eine College-Studentin aus North Carolina, die durch Louisiana reiste, von Mrs. Midkiff, fehlt seit der Nacht des 21. jede Spur. Berichte von vermissten Personen haben in den letzten 2 Jahren in Louisiana dramatisch zugenommen. Ein Großteil dieser Personen sind Touristen und nicht... Es... was? Nicht-Sesshafte. Man geht von bis zu dato 20 Personen aus, die unauffindbar sind. Die Polizei vermutet einen kriminellen Hintergrund und einen Zusammenhang der Vorfälle. Sie plant, mehr Befragungen von Anwohnern durchzuführen, sowie die Zahl der Ermittler aufzustocken. Alyssa Ashcroft, 19. Januar 2016. Ja, ich vermute mal, dass momentan sowieso nichts passiert. Solange wir die Flinte nicht nehmen, scheint alles gut zu sein. Ich würde gerne diesen Kamin finden. Ich total doof? Ich hätte mal eine Idee. Heißt, Objekt wegwerfen, auf den Boden legen oder Puff weg? Puff weg kann ja nicht, weil wir brauchen die Gegenstände ja. Immer noch so ein ganz ekliges Gefühl im Hals, muss ich ehrlich sagen. War echt schlimm gerade. Das war halt auch teilweise ein bisschen unnötig, ne? Das war echt. Mit dem Messer besiegt, ey.
Kombinieren können wir auch nichts. Zur Kiste laufen ist auch zu weit. Bei der Uhr war ja auch nichts mehr. Damit können wir auch nichts machen, oder? Wohnzimmer. Hier nicht im Wohnzimmer. Cool, noch mehr Platz. Ich weiß, es ist ein Meisterstreich meinerseits, das noch mitzunehmen. Sollen wir nochmal durch die Tür gehen oder mal an Oma vorbeilaufen? Natürlich weg ist. Okay, es war jetzt echt nicht schlimm. Schlimmer vorgestellt. Ich hoffe mal, dass es keine Skorpiontür mehr gibt, sonst beiße ich mir ein Händchen ab. Oder Mia, unsere Ehefrau, sägt sie uns ab. Aber wo war dieser doofe Kamin? Ich weiß doch, dass der da war. Ich höre wieder so ein ekliges Geschleime. Schick geflickter Arm. The same procedure, ihr wisst, irgendwas passiert jetzt wieder. Ja, Fakt ist nun mal ganz kurz, wir müssen mal eben unsere Fakten sammeln. Wir haben dieses Gong-Ding. Und das muss meiner Meinung nach woanders hin. Und zwar ins Wohnzimmer. Das heißt, wir gucken jetzt auf die Karte. Und sehen. Wohnzimmer. Im Erdgeschoss. Eingangshalle links. Du kommst hier nicht raus, doch komm ich. Verdammte Scheiße, doch komm ich. Scheiße.
Ich war 14 Minuten zu schnell, wisst ihr? Ich würde voll gerne aufhören. An dieser Stelle gerade. Na gut, vom Regen in die Traufe, ne? Ich hasse es. Ich will immer danach laden, Mensch. Scheiße. Schön. Ah, das ist ein neues Safe-Raum, oder? Ich suche mein Speicherding. Vierundvierziger Mac, viel Rückschlag und hohe Mannstoppwirkung. S9 plus S. Keine Ahnung, ich verstehe es nicht ganz. Haut ab, ey. Jack, ne? Margaret, keine Ahnung und keine Ahnung. Hier ist sie auf jeden Fall ganz nett, aber was wollen die denn hiermit sagen? Es gibt wieder neue Tapes. Also du solltest schon wissen, ob der Zoe. Ach so, Zoe. Ah, Entschuldigung, ich habe jetzt gerade Zoe und. Ah, die nächste Kiste. Defekte Pistole? Die ist defekt, aber kann mit einem Reparatursatz wieder einsatzbereit werden. G17 defekt. Was ist denn das für eine hier? Aus wie eine Desert oder sowas. Sieht schon böse aus. Mein Körper fühlt sich immer seltsamer an. Auch ich werde bald wie Mom und Dad sein. Es ist alles ihre Schuld. Sollte ich weglaufen? Nein, unmöglich. Wenn sie das merkt, wäre es aus. Die Frau, mit der sie gekommen ist, mir. Sie weiß etwas. Wenn ich das Serum hätte, könnte ich mich heilen. Ich muss mehr herausfinden. Okay, Zoe war wohl auch infiziert, wollte es aber nicht. Ihr seht es ja, ihr habt es ja gerade gehört. Stabilisierer. Erhöht dauerhaft die Nachladegeschwindigkeit. Steroide. Erhöhen dauerhaft die maximale Gesundheit. 3. Du musst irgendwas rein. Ja, aber trotzdem, ich muss sagen, wir kommen echt überraschend gut voran, Leute. Das ist echt super. Ja, ich bin mal mutig. Bis wir einen Reparatursatz finden, bringt die ja eh nicht viel. Jedes Mal, wenn man rausgeht, total gemein. Also, was soll ich für dich machen? Hilft mir das, hier rauszukommen? Ja, das hört mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann ihn nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das Gleiche gilt für mir. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay, und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen, kann ich Mia helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst es nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Die suchen nach dir. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das alte Haus, Hof. Ich gehe mal davon aus, dass das alte Haus das Haus ist, in dem wir mit Mia unterwegs waren.
Zwei Keycards oder was? Pillen, wofür sind die denn? Nahrungsergänzungspillen, die sich auf das Nervensystem auswirken, müssen zur Verwendung zur Arznei verarbeitet werden. Hier. Nervengiftgranaten. Munition für den Granatenwerfer. Betreibt er nicht direkt. Ja, unser Ausflug führt uns dann wohl im Kreis und dann da wieder heraus und dann sind wir wieder hier zurück und haben es geschafft. Ist schon ein Horrorausflug, muss ich sagen. Ich freue mich auf ein neues T-Shirt. Hier sind wir mit Mia lang gelaufen. Déjà vu? Das war das unpassendste Geräusch ever. Hat 16 Schuss bekommen. Da muss hier was richtig Böses kommen. Okay, das Geräusch war passend. In den Viechern. Hallo, Papa ist... Alter! 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 Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ist ein neues Gebiet zu kommen oder... She's upstairs. Don't go up. Bis oben geh nicht hoch. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Karte des alten Hauses. Salon, Eingang, Galerie, Kinderzimmer, kontaminierter Raum, Altar. Danke. Hier waren wir schon mal. Brennergriff. Hey, da ging es vorher nicht lang. Backpacker! Lachen oder weinen. Ja, ohne Spaß, Leute. Wir sind bei 1 Stunde 56 angekommen. Ja, eine Reihe mehr ist gut. Wir können mal ganz kurz... Arzneimittel. Ja, wir können die letzten 2-3 Minuten nochmal sinnvoll nutzen, um mal ein bisschen das Revue passieren zu lassen, was wir hier... Boah, wer raucht denn hier so viel? Das war nicht gesund. Ja. Mal Revue passieren lassen, was wir bis jetzt erlebt haben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel ist echt eine Granate. Was mich halt sehr, sehr begeistert, ist wirklich, wie sie es geschafft haben aus dieser Demo, die dann wirklich so komplett...
relativ passiv gewesen ist, daraus dann doch ein wirklich gut funktionierendes Gruselspiel zu machen mit Shooter-Einlage. Ich finde ja, es gibt dieses Problem. Es gibt dieses grundsätzliche Problem, wenn man in einem Horrorspiel anfängt, Waffen reinzuschmeißen. Dass man in einem Spiel, ich sag mal wie, ich kann da einfach offen drüber reden, Outlast meinetwegen. Ist ja auch ein sehr, sehr gutes Horrorspiel. Der große Unterschied sehe ich jetzt hier wirklich Waffen. In Outlast ist man permanent wehrlos. Und das ist ein großer Unterschied. Aber sie haben es wahnsinnig gut geschafft, die Waffen einzusetzen. Jack, Mia als Endgegner waren total genial. Okay, Jack war ekelhaft. Aber es war total genial gemacht. Es war schwierig, fordernd und trotzdem unterhaltsam. Und diese komischen Wabbeldinger da waren sowieso ultra schwierig. Jetzt mal ganz kurz für euch zur Gedankenstütze. Auf schwer gibt es keine Speicherpunkte außer die Kassettenrekorder. Stell euch das mal vor. Da ist Jack mehrmals versuchen nicht so einfach. Naja, wie dem auch sei. Also ich finde, das Spiel ist wirklich sehr, sehr, sehr gut gelungen. Ich kenne die alten Resident Evil Teile leider nicht. Die sollen ja sehr, 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 vor allem die letzten Teile, sehr, sehr shooterlastig gewesen sein, was ich mir jetzt kaum vorstellen kann. Ich denke mal jetzt nach Resident Evil 7 wäre vor allen Dingen Teil 6 eine riesige Enttäuschung, so ein riesiges Geballer dazu haben. Aber auf jeden Fall ist das, was mich fasziniert. Im Vergleich zu meinetwegen Outlast, kann man ruhig sagen, dass sie es echt geschafft haben, hier die Waffen so sinnvoll und auch vom Gefühl her gut einzufügen. Man hat nicht das Gefühl, dass wir in meinetwegen anderen Spielen, ich sage, es ist jetzt halt so, wenn man im Zombie-Spiel eine Waffe bekommt, wird es direkt so, Ende. So, nach dem Motto. Aber hier fühlt sich das mit der Waffe tatsächlich gut an. Man hat trotzdem Angst, Panik und so weiter und so fort. Die Sequenz mit Mia vorhin, mit Marguerite, war schon heftig. Aber trotzdem, obwohl es halt diese Waffen gibt, bleibt es fordernd, gruselig und eben genauso, wie es sein soll. Es ist wirklich gut. Und das begeistert mich. Wenn mich aber auch leicht wundert, dass es so viele Speicherpunkte gibt. Also, dass wir hier jetzt schon wieder so einen Punkt haben. Ich meine, das alte Haus nach dem Serum durchsuchen. Nein, es ist jetzt kein Problem, bis jetzt hier hinzukommen. Also, ich fand es von der Schwierigkeit her bis jetzt echt angemessen. Gut, das mit den Viechern war ein bisschen übertrieben, weil da so viele kamen. Aber auch das war ja im Nachhinein durchaus notwendig, um auch da halt die richtige Würze einzuwerfen. Also, ich muss sagen, ich bin echt begeistert, weil Resident Evil 7 macht, was es soll. Es ist ein Gruselspiel. Es ist dann im Vergleich zu Teil 6 sehr shooterlastig, definitiv auch ein Neuanfang. Grafisch ist es sowieso sehr, sehr schick. Ich meine, seht es euch mal an. Es ist wirklich, ich spiele es auf der höchsten Einstellung. Manchmal leidet die Bildrate ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, das ist einfach nicht so gut perfektioniert. Und das liegt daran, dass ich die Webcam noch mit aufnehmen muss. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich hoffe, das ist so für euch relativ in Ordnung. Und ich bin wirklich begeistert. Also es macht wirklich viel Spaß. Es ist fordernd, es ist unterhaltsam, es ist gruselig und trotzdem actionreich. Es ist wirklich merkwürdig, weil sie es wirklich geschafft haben, ich sag's nochmal, die Waffe, die Pistole, das Gewehr gut einzubringen. Gewehr kann ich nicht sagen. Aber sie haben es echt geschafft, die Waffen gut einzubringen. Und das in so ein Spiel finde ich es durchaus lobwert. Also ihr habt gehört, sie ist oben, geh nicht hoch, das machen wir beim nächsten Mal. Wir machen immer, was wir nicht machen sollen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn es weitergeht mit Res... Und ich hoffe, ihr freut euch, wenn es weitergeht mit Resident Evil. Ob ich mich darauf freue, das steht in den Sternen. Das kommt halt darauf an, was auf uns wartet. Gruseleinlagen, dann lieber noch ein bisschen Action. Ich bin für Grusel nicht so zu haben. Also gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Resident Evil 7. Schaltet ein hier, wenn es weitergeht. Ciao.